Hier, Power! Guck mal, hier, da ist schon schwarz dran. Das ist richtig geil. Es gewittert, hört ihr das? Es regnet in Strömen. Es spritzt rum. Und jetzt windet es auch noch. Hier vorne ist dieser Brandloch. Das hat runtergespritzt. So, ich bin gerade in der Weserwehr angekommen. Und ich habe mich mit Ihnen hier getroffen. Mit Hike und Bike Time. Hi. Und wir werden heute draußen pennen. Mit Grill und Grillfleisch. Und darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Prost. Prost. Und wir laufen jetzt zu dieser Stelle hin, wo ich schon mal gepennt habe. Aber in Umwegeform. Und ich habe hier diesen fettigen, wie heißt das Ding? Ich habe hier diesen fettigen Wagen dabei. Wir laufen hier auf dieser Weserwehr drauf. Also da, wo Wasser runterfällt. Wir laufen ja gerade an dieser Stange hier vorbei. Ihr wisst schon, was ich hier damit gemacht habe, oder? Schiffskatapultieranlage. Leute, ich möchte euch was ganz Wichtiges erzählen. Und zwar, Gänseblümchen sind geil. Das könnt ihr alle mal probieren. Wir laufen gerade an dieser Werdersee dran vorbei. Auf diesen Werdersee, da habe ich schon mal von der einen Seite bis zur nächsten Seite rüber geschwommen und ich bin da schon mal reingesprungen. Das war richtig geil. Das werde ich auf jeden Fall demnächst auch nochmal machen. Das hier, das sind diese Biester, die hier meine ganzen, wie heißt das Ding nochmal? Hachi-Geräusche. Genau. Verursachen. Die sind schuld. Und sonst niemand. Bierpower! Jawohl. Geprost. Ich grüße dich, Schwabbi. Vielen Dank fürs Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich. Bean. Vielen Dank fürs Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Ich grüße dich, Andreas H. Ich bedanke mich erneut für deine PayPal Donation. Wir sind gerade hier auf dieser verschmierten Brücke drauf, wo ich schon mal hier runtergesprungen bin. Guck mal, hier vorne sind urinfarbige Stühle. Wir haben hier einen Bierpower-Metall-Gnubel gefunden. Bierpower! Es dauert. Ich habe gerade Bierpower gemacht. Und wir haben hier einen Zuschauer getroffen. Ja, Leute, bester Mann. Ich komme auch aus Bremen. Ich habe ihn hier heute live gesehen und er ist wirklich eine Legende. Gönnt alle die Abos und folgt ihm. Er macht echt geilen Scheiß. Geht Prost! Geht Prost! Und später grillen mit Grillfleisch und Gewürzketchup und Baguette. Jawohl! Kräuterbaguette und das Kartoffelsalat. Guck mal, ich möchte euch alle Bescheid sagen, dass ich so ein richtiger Insekt bin. Und durch meine Zahnlücke passen Nippel durch. Leute, ich habe mich jetzt doch spontan dazu entschieden, Naturin und seinen Begleiter auf der Reise zu begleiten. Richtig korrekter Mann hier. Und ich muss sagen, richtig korrekt. Ich muss sagen, das ist wirklich spontan jetzt, dass ich hier mit schlafe mit den beiden und wandere. Aber es, lohnt sich, Digga, es lohnt sich, wirklich. Fall. Es ist einfach cool, Natururin einmal persönlich gesehen zu haben. Also, wenn ihr ihn seht, quatscht ihn an. Er hat es wirklich drauf. Er ist ein netter Mensch, er ist sehr sympathisch und er ist nicht abgehoben. Er ist wirklich stabil. Also, ich meine, das ist wirklich Real Talk. Ich habe ihn heute das erste Mal richtig live gesehen. Ich bin richtig instabil. Guck mal, Leute, währenddessen die anderen natürliche Ausscheidung machen, möchte ich euch diese Erdbeerbrücke zeigen. Da werden wir jetzt drunter durchlaufen gehen. Guck mal, wir sind hier unter dieser Brücke unter durchgelaufen. Ich habe
da vorne auf diesen See genau das hier gemacht. Das ist Lebensqualität. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Wir sind gerade hier an dieser Autobahn, wo hier die ganzen vielen Fahrzeuge rumfahren und sowas und Abgasen produzieren. Wir gelaufen jetzt zu dieser Stelle, wo ich schon mal gepennt habe. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob irgendwelche Mäuse und Ratten kommen, um hier in unsere Nasen reinzuschlüpfen, um von dort aus irgendwelche Hirnhaut rauspflücken oder so etwas. Ich bin sehr gespannt drauf, das wird richtig geil. So, heute ist der erste Test meines neuen Grill. Ja. Von dieser hier, dieser Gasgrill. Den habe ich mit meiner Gaskartusche hier angeschlossen. Und ich werde den jetzt anmachen. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob das gleich explodieren tut. Und bin ich auch gespannt. Ja. Und mein Tab hier in Flammen brennt. Okay. Oder ob wir gleich beruhigt grillen können. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich hatte das noch nicht angemacht. Ja, so sieht das gut aus. So sieht das herrlich aus. Das ist perfekter Grillfeuer. Ja, damit wir grillen können. Jetzt werden wir Grillfleisch drauf tun. Damit wir das morgen so richtig ausscheißen können. Mit ganz viel Bierschissgeruch. Auf jeden Fall. So, ich habe gerade hier Fleisch drauf gemacht. Und jetzt prüfen, wie stark das verbrennen tut. Das ist richtig geiler Grill. Das ist Gasgrill. Vorher, das riecht jetzt gerade richtig geil. Da kommt richtig Dampf raus. Normalerweise geht guckt euch mal an, wie dieser Fleisch gebraten wird. Das ist richtig geil. Guck mal, hier, da ist schon schwarz dran. Das ist richtig geil. Schwarz? Oha, übertreib ja nicht. Ich habe falsche Umdrehung gemacht. Grillen ist geil. Auf jeden Fall. So, fressen ist fertig. Komplett im Mund. Macht er echt. So, wir grillen hier weiter rum. Und sowohl ich als auch er hier und er perfekt hier. Sagen, dass dieser Grill cool ist. Der ist wirklich perfekt. Also der macht. Das Fleisch, das schmeckt richtig geil. Ich werde das jetzt fressen. Das ist zart, das ist gut. Ne? Ja, wirklich, ja. So, wir haben gerade gefressen. Er pennt hier rum. Er ist im Halbschlaf. Genau. Beziehungsweise, wir werden gleich erstmal ein Bier zusammen trinken. Das machen wir gleich, genau. Und genau, das hier, das ist unser Schlafplatz für heute. Aber das, weil er heute dunkel ist, kann ich das euch nicht so gut zeigen, wie morgen, nachdem wir aufgestanden sind. Dann, genau, wenn wir morgen aufgestanden sind, dann zeige ich euch unser Schlafplatz in hellen. Mein Gehirn schwappt rum und es regnet gerade. Wir haben hier gepennt unter diesem Tarp. Was ich gestern unter meinem besoffenen Gehirn aufgebaut habe. Und genau hier haben wir drunter gepennt. Das war voll cool gewesen. Ja. Und hier ist dieser Grill, der jetzt aus ist. Ach scheiße, hier ist irgendwas an meiner Kamera dran, glaube ich. Ein bisschen. Ich muss die Linse säubern. Ich glaube, das ist weg. Das ist richtig geil. Ach so, nee, ich muss mich so filmen, damit man das Licht besser erkennt. Es gewittert, hört ihr das? Es regnet in Strömen.
Er spritzt rum. Das wird mein Gedanke oder und jetzt windet das auch noch. Guck mal, Leute. Kennt ihr dieses Loch hier vorne? Durch dieses Loch sind Flüssigkeiten rausgespritzt. Also dieser Regen, also dieses Wasser, was von Himmel runterkommt, was uns genervt hat und auf unseren Köpfen drauf spritzen würde, wenn ich das hier nicht aufgebaut hätte. Aber genau, durch dieses Loch ist das hier rausgespritzt und hat ihn hier voll getropft. Richtig schön. Das hat ihn nass gemacht. Der ist zwar richtig penetrant. Das war richtig nervig, dieser Loch. Und dieser Loch, den habe ich ja bei meinem 3000 Abonnenten-Special mit meiner Grabkerze reingebrannt. Als ich besoffen eingepennt bin und mein Tab dann dieser Stock runtergefallen ist wegen dem Wind. Da ist das reingebrannt. Und das wurde jetzt zum Verhängnis, dieser Loch. Jetzt erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Und Koffein wird hier hergestellt. Guckt euch mal diese Affenpocken hier vorne an. Wie die hier aufgehen und sowas. Und so hier diese Bewegung machen und sowas. Das heißt, die Koffeinherstellung, die ist abgeschlossen. Jetzt wird Koffein getrunken. Ja, draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Ich feier das. Ich finde das richtig geil. Achso, das habe ich vergessen zu erzählen. Und zwar, dieser Gasgrill, den habe ich gestern Abend zum ersten Mal so richtig benutzt. Das war zwar ein bisschen schwierig gewesen unter versoffenem Gehirn, das hier aufzubauen. Und das war auch ein bisschen scheiße, das hier abzuwaschen, weil meine Finger sehen genauso aus, wie die aussehen. Aber das Fleisch, das hat richtig geil geschmeckt. Das hat uns eine richtig große Freude zubereitet, das jetzt darauf zu braten. Dieser Grillfleisch. Das war richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Das sieht hier so aus, unser Pennplatz. Das sieht richtig geil aus. Und so sieht unser Pennplatz von dieser Perspektive aus. Das war richtig geil gewesen. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein, wie heißt das Ding? Genau, das hier, wie ihr das sehen könnt. Hier vorne ist dieser Brandloch. Das hat runtergespritzt und das hat dann ihn hier auf den Bauch gespritzt. So, der Tarp ist abgebaut. Die Sachen sind gepackt. Koffein wurde konsumiert und Zähne wurden auch gewaschen. Und jetzt, und deswegen werden wir jetzt zurücklaufen. Deswegen jetzt zurücklaufen, Start kommt. Guck mal, dieser nervige Müllsack. Der wird mich die ganze Zeit nerven. Und wir sind auf der Suche nach einem Mülleimer. Und wir haben nicht ganz an dieser Stelle gepennt, wo ich schon mal gepennt habe, sondern an einer anderen Stelle, wo ich den Tarp besser aufspannen konnte, mit dem Vollfettbaum da hinten. Und damit wir zu dritt mehr Platz haben. Weil diese Stelle, wo ich schon mal selber da gepennt habe, zweimal, da ist weniger Platz und da gibt es keinen Baum, wo man den Tarp aufspannen konnte. Da müsste man Äste suchen und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht 4 Äste oder sowas, damit wir so ein Dach hatten. Und genau, deswegen haben wir hier neben diesem Vollfettbaum da geschlafen. Wir laufen gerade an dieser Autobahnbrücke hier vorbei, die richtig laut ist, wo ich schon mal zweimal drunter gepennt habe. Aber ich habe gerade keinen Bock drauf, da drunter zu gehen, um euch das zu zeigen, wie laut das da unten ist. Das könnt ihr mal in anderen Videos angucken, wie laut das da drunter ist. Das war ein richtiger Hörsturz. Wir müssen unbedingt einen Mülleimer finden. Damit der nervige Sack hier rumhängt.
mal irgendwann weggeschmissen wird. Ich wäre ein richtiger Einzeller. Guck mal, Leute. Hier vorne ist eine Stange. Auf dieser Stange habe ich schon mal ein Bierpower-Fail gemacht. Das sieht so aus. Ich grüße. Da bin ich runtergefallen, weil diese Stange hier, das ist keine Bierpower-Stange. Die ist zu schief dafür. Und deswegen bin ich da runtergefallen. Und aus keinem anderen Grund. Das war richtig geil gewesen. Ich habe gerade genießt. Leute, wir brauchen Mülleimer. Damit dieser voll fettige Fettsack endlich mal weggeschmissen wird. Leute, wir brauchen immer noch so einen richtigen fettigen voll Fettsack, damit ich das hier wegschmeißen kann. So, wir sind hier angekommen an dieser Ecke, wo hier dieser Mülleimer vorhanden ist. Damit ich endlich diesen fettigen, also richtig verfettigten Müllsack hier wegschmeißen kann. Widerlich. Ich muss ja noch die ganzen Flaschen hier rausholen. So, ich habe die ganzen leeren Bierflaschen und diese Dosen für Pfandflaschensammler hier hingestellt. Und hier habe ich den Rest reingemacht. Und diese Pfanddose, die rollt hier weg. Die ist richtig widerlich. Das ist ein richtiger Insekt. Der ist richtig widerlich. Komm her, komm zurück zu mir. Das war widerlich. Das war richtig Insekt, hier madenhaft. Bierpower. So, ich habe mich jetzt von den anderen getrennt, weil die genau andere Richtung laufen mussten. Und das war auf jeden Fall ein voll cooler Abend gewesen. Mit Grill und Grillfleisch. Und Bier. Das war lustig. Das hat mir eine große Freude zugebereitet. Und jetzt gelaufe ich mit meinem Gewicht nach Hause. Ich werde mir gleich einen runterholen, wenn ich zu Hause angekommen bin. Urinfarbige Blumen gefunden. Blaues Licht. Ihr wisst schon, was das macht, ne? Darauf erstmal Teller fressen. Na ja, scheiße, jetzt ist das so ein Schokoladending. Ja, dieser Schokoladendick ist hier runtergefallen. Nicht, dass er schmiert oder so. Der muss erstmal in die Fresse rein.